Jetzt geht's los mit dem NRZ Talk. Gute Unterhaltung wünscht Ihre NRZ. Ja, 34. Spieltag, der letzte in dieser Saison, der regulär letzte. Ein großes Finale heute hier in der Arena. Glücklicher Ausgang für die Fortuna. Ehrlich gesagt, aufgrund des Saisonverlaufs aus meiner Sicht völlig verdient. Die Relegation erreicht. Tobias Lewitz und Sascha Rösler sind bei mir. Säulen der Saison, würde ich sagen, die uns viel, viel Freude gemacht haben im Laufe der Saison und das auch hoffentlich in der Relegation noch tun werden. Tobias, meine erste Frage geht an Sie. Wenn man nach 20 Minuten im Spiel schon mit 11 gegen 10 spielt, macht das was im Kopf? Hat man da eine Blockade oder ist man da irgendwie besonders motiviert? Nehmen Sie es selber. Ja gut, erstmal ist es immer relativ ungünstig, so früh in Rückstand zu geraten in so einem Spiel. Ich denke, wir sind da sehr, sehr stark zurückgekommen, haben das relativ schnell egalisieren und dann auch drehen können. Und ja, mit der roten Karte hat man dann immer so ein Gefühl auf dem Platz, ja, eigentlich müsste es jetzt durch sein. Dann sind wir leider durch so einen vierfach abgefälschten Freischuss nochmal in Schwierigkeiten, will ich nicht sagen, aber ja, die Situation war nicht ganz angenehm. In der zweiten Halbzeit hat man uns angemerkt, wir wussten nicht, sollen wir jetzt komplett auf das dritte und vierte Tor spielen. Ich denke, da war ein bisschen Vorsicht dabei, auch nicht zu viele Räume wegzugeben, weil wir natürlich wussten, wie es in Hamburg stand. Aber gut, jetzt sind wir in der Relegation und da freuen wir uns drüber. Da freuen wir uns auch drüber, dass die Fortuna es in die Relegation geschafft hat. Sascha, nach 8 Minuten 0-1 Rückstand, Tobias hat es gerade gesagt, denkbar ungünstig, aber die Mannschaft hat sich unmittelbar eigentlich wieder ins Spiel zurückgemeldet, mit einem enormen Kampf und Zweikämpfe angenommen, sofort wieder sozusagen auf Ausgleich gespielt, hat auch wunderbar funktioniert, war dann das 2-1 eigentlich logische Folge mit dem Druck, den ihr weitergemacht habt? Ja, also ich denke, das 1-0 war natürlich schon nicht so angenehm für den Kopf. Ne? Sogar ich mit meinen fast 35 habe das schon ein bisschen gemerkt, dass dann die Knie ein bisschen weich wurden. Aber wir haben dann direkt umgeschaltet, haben versucht, uns da reinzubeißen, reinzukämpfen, waren dann aggressiv, haben uns dann auch ein bisschen versucht, mit den Duisburgern auch ein bisschen anzulegen und haben dann auch die Tore gemacht. Das war natürlich sehr, sehr wichtig für uns. Der Freistoß war natürlich dann unglücklich. Da hat man dann auch wieder dann ein bisschen gemerkt, okay, das ist natürlich dann nicht ganz einfach. Aber in der zweiten Halbzeit wusste man natürlich auch, wie es in Pauli steht und dass der Punkt reicht. Und ich denke, da wäre es Wahnsinn gewesen, wenn wir da zweiter blind nach vorne gelaufen wären. Sondern es war genau richtig, dann wirklich das kontrollierter nach Hause zu spielen. Ich denke, das sehen hier alle auch so. Es gab zwar so um die 80. Minute dann später ein bisschen Unmut, glaube ich, im Publikum, weil dass man gemerkt hat, dass sozusagen eigentlich mit Vorsicht, also auf Ballbesitz gespielt wurde. Aber unterm Strich zählt so oder so, denke ich, das Ergebnis. Und das stimmt ja für alle Beteiligten. Tobias, eine Frage habe ich an Sie. Die betrifft sozusagen jetzt die unmittelbare Zukunft. Gestern ist der 1. FC Köln abgestiegen und darüber ist es jetzt eben härter geworden. Beim letzten Talk, den ich hier mit Ken Ilzo gemacht habe, waren eigentlich alle der Meinung, dass es der FC werden würde in der Relegation. Ist Ihnen Berlin jetzt lieber? Ist es Ihnen egal? Wir haben uns ja nie an diesen Spekulationen beteiligt. Ich denke, nach 34 Spieltagen muss man gucken, wer wo steht. Und jetzt ist es Berlin. Und jetzt fahren wir nach Berlin am Donnerstag und versuchen da ein richtig gutes Spiel zu machen und für eine Ausgangsposition zu sorgen, die uns hier alle Möglichkeiten bietet. Nächsten Dienstag dann im Heimspiel. Wie sehen Sie, Sascha, die Chancen in Berlin? Ist da auch drin, dass man in Berlin gewinnen kann? Ja, also erstmal muss ich ganz ehrlich schon jetzt auch sagen, ich hätte mir natürlich schon Köln gewünscht. Ich glaube, das wäre für die Region natürlich hier sensationell gewesen, wenn wir hier so ein Derby gehabt hätten um den Aufstieg. Aber jetzt ist es Berlin und für uns ist es einfach überhaupt sensationell, dass wir überhaupt eine Relegation dabei sein dürfen.
wenn man mal bedenkt, wo der Verein noch vor ein paar Jahren stand, wenn man auch mal sieht, wo die Spieler alle herkommen, dann ist das, denke ich, ein großer Erfolg. Und jetzt sind wir erstmal Außenseiter. Berlin hat wirklich sehr, sehr gute Einzelspieler, hat aber sicherlich auch von der Mannschaft her Probleme, sonst würden sie nicht da unten stehen. Und wie der Tobi schon gesagt hat, wir brauchen jetzt am Donnerstag eine sehr, sehr gute Leistung, wollen da ein richtig gutes Ergebnis machen und dann hier mit den Fans im Rücken, das war heute schon wieder sensationell, da können wir hier alles erreichen. Also ich glaube auch, dass alleine vom Fanaufkommen her ist es für die Fortuna egal, ob es Köln oder Berlin ist. Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche hier volles Haus haben werden und dann die Unterstützung der Fans ist wirklich, muss auch ich sagen, der ich da oben auf der Pressetribüne sitze, sensationell. Das ist einfach nur, ich sag's einfach mal, super. Ich möchte trotzdem nochmal auf die Geschichten nach dem Spiel auch kurz eingehen. Haben Sie das beide mitbekommen, dass dann der Fanblock sozusagen aufs Feld gestürmt ist? Ist das in Ordnung für Sie? Ich war relativ schnell vom Platz runter. Ich hoffe nicht, dass sie da die Quadratmeter Rasen rausgeholt haben, weil den brauchen wir ja nächste Woche noch. Ja, das ist halt so, die Leute sind dann schwer zu bändigen. Das sind große Menschenmassen. Ich denke, es war dann noch relativ ruhig. Wenn ich sehe, was da gestern in Köln abgegangen ist, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Aber wir können uns ja freuen, wir sind in der Relegation und wenn die Leute nächsten Dienstag den Platz stürmen, dann wäre mir das noch lieber. Ich denke, das wäre uns allen lieber, wenn nächste Woche hier ein großer Sturm auf den Rasen stattfindet und der ein oder andere sich vielleicht ein kleines Erinnerungsstück aus dem Rasen rausschneidet. Da können wir, glaube ich, alle mit leben. Sieht eigentlich jetzt die nächste Zukunft aus? Der Urlaub ist ja verschoben, denke ich mal. Wo geht's hin in Urlaub, wenn ich mal fragen darf? Ja, der Urlaub, der wäre so oder so jetzt nicht gewesen. Ne? Also es geht bei uns, glaube ich, so oder so bis zum 20. weiter. Also das hat jetzt mit der Relegation nichts zu tun. Aber natürlich ist es jetzt angenehmer, wenn man trainiert und wirklich dann auch noch was vorhat und noch Spiele hat. Und ich fliege dann irgendwann im Juni dann mal nach Miami und werde da mal hoffentlich da mal richtig ausspannen können. Herr Lewitz, Ihre Urlaubsplanung? Die andere Küste, Kalifornien. Naja, ihr könnt euch ja dann auf der Hälfte vielleicht irgendwo treffen zwischendurch. Sascha Dum wird im ersten Relegationsspiel fehlen durch die Gelbsperre, die er sich heute eingefangen hat. Ist das ein Problem für Trainer oder Mannschaft? Ist es zu kompensieren? Ja, bei uns ist jeder Spieler zu ersetzen, das ist keine Frage. Aber durch Jojos Ausfall ist es natürlich jetzt schon so, dass der Sascha gerade als Linksverteidiger das mit seinen Qualitäten sehr, sehr gut heute gemacht hat. Und es ist natürlich schade, dass er ausfällt. Aber unser Kader ist breit genug. Wir haben da genug Spieler, die dafür einspringen können. Deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, dass es am Donnerstag auch so funktioniert. Und dafür ist dann der Sascha dann im Rückspiel dann wieder umso frischer. Wir finden im Übrigen alle gut, dass es heute nicht das letzte Spiel von Sascha Rösler war für die Fortuna. Gestern ging durch die Presse, Sascha Rösler hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Sascha Rösler beendet seine Karriere. Andere Stimmen aus dem Hintergrund sagen, ein Jahr macht er noch. Können Sie dazu was sagen? Wollen Sie dazu was sagen? Ich glaube, es ist überflüssig. Sascha, ich will ein Kind von dir. Come on! Ja, ich glaube. Lasst ihn noch mal was sagen. Lasst ihn mal was sagen. Ja, ich war gestern selber überrascht, als es in der Zeitung kam. Es gab natürlich schon vor ein paar Wochen Gespräche, gerade auch mit Wolf Werner, über die Zukunft. Und es ist schon so, dass ich natürlich jetzt in einem Alter bin. Wo alles nicht mehr so leicht fällt. Und es ist so, dass ich Fortuna auf jeden Fall treu bleiben werde, aber wahrscheinlich nicht mehr als Spieler. Und deswegen hoffe ich jetzt umso mehr, dass wir zusammen nochmal richtig feiern können und ich mich dann wirklich mit einem Aufstieg verabschieden kann. Tobias,
Auch Sie sind im Prinzip nicht mit der Fortuna verheiratet, Sie sind ausgeliehen. Wie geht's für Sie weiter? Ja, da spreche ich nicht drüber, da habe ich in den letzten Wochen nicht drüber gesprochen und werde ich jetzt auch nicht drüber sprechen. Wir haben jetzt zwei wichtige Relegationsspiele mit der Fortuna, wir haben alle ein großes Ziel und was meine persönliche Zukunft angeht, das wird dann besprochen, wenn die Zeit da ist. Ja, also ich glaube, das Votum hier aus dem VIP-Fanblock sozusagen ist eindeutig, dass Sie beide bleiben. Ich möchte eigentlich damit auch schon zum Ende kommen im NRZ-Talk, da ich denke, dass Sie beide jetzt eine gute Ruhepause verdient haben, sich vorbereiten müssen, vielleicht nicht jetzt sofort, aber im Laufe des morgigen Tages beginnt dann die Vorbereitung für das Spiel in Berlin. Ich möchte von dieser Stelle Ihnen, der Mannschaft, alles Gute wünschen. Wir drücken die Daumen. Wir sind alle wieder dabei, wenn hier im Rückspiel der Baum brennt. Und wir drücken alle ganz, ganz fest die Daumen, dass die Fortuna in der nächsten Saison erstklassig bleibt. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Das war der NRZ-Talk. Alles Weitere zur Fortuna lesen Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer NRZ. Bis zum nächsten Mal.